Hallo zusammen und schon wieder ein neues Video. Was hat das zu bedeuten? Das seht ihr hier schon aufgebaut. Es gibt zwei neue Sorten jetzt im September. Und zwar das italienische Duo gibt es hier. Und zwar einmal Milano und Trieste. Und beide Sorten hat es von dem Namen zumindest so schon einmal gegeben. Und zwar Trieste 2013 und Milano 2015. Die beiden Sorten erscheinen jetzt Anfang September am 6.9. in Deutschland für alle Kunden und kosten je Stange, also 10 Kapseln, 4,70 Euro oder in dem Doppelpaket, was ich eben gezeigt hatte, kostet es dann 9,40 Euro. So, dann will ich mit euch einmal das nochmal unboxen und zeigen, wie die Kapseln aussehen und was die Sorten ausmacht. Fangen wir mal mit dem Grünen an. Das ist die Sorte Tribute to Milano. Das ist das Design der Stange. So ein bisschen was von Mailand zu sehen. So, und was steht hier? Das ist ein Arabica Blend aus Mittel- und Südamerika und ganz raffiniert gemacht, finde ich, ergänzt durch einen gewissen Robusta-Anteil aus Indien. Das elegante Ergebnis verwöhnt die Sinne mit einer ausgewogenen Komposition aus fruchtigen Aromen und süßen Getreidenoten. Aha, aber bestimmt trotzdem recht kräftig. Wir haben nämlich hier die Intensität 9. Empfohlen wird es als Ristretto zu trinken. Und das ist die Kapsel vom Design. Da steht halt immer wieder Milano drauf und wir haben so einen grünen, ganz leicht Blauton da drin. Ganz witzig gemacht. So, und die zweite Sorte, die ist in Blauton gehalten. Die heißt hier Tribute to Trieste. Das ist das Design der Verpackung, auch entsprechend gestaltet. Und wir haben hier einen reinen Arabica aus Südamerika. Und das ist ein Blend und zeichnet sich aus durch seine runde Textur mit Noten von Schokolade und frischen Haselnüssen. Ein erfrischend fruchtiger Eindruck bereichert diesen feinen Kaffee. Wir haben auch hier die Intensität von 9, ebenso wie die Empfehlung, ihn als Ristretto zu trinken. Also auch wieder ein recht kräftiger Kaffee, aber rein Arabica. Und hier haben wir einmal die Kapsel dazu, entsprechend blau gehalten und wir haben den Namen Trieste mehrfach aufgedruckt. Ich mag die Farben sehr und die Gestaltung. Das ist wirklich ein cooles Design geworden. Allein deswegen lohnt sich das eigentlich schon. Das heißt, wir haben zwei recht kräftige Kaffeesorten empfohlen als Ristretto zu trinken. Und ich habe sie natürlich verkostet, auch als Espresso vor allen Dingen, als Lungo, als Cappuccino, generell mit einem Schluck Milch. Und was dabei rauskommt, will ich euch einmal im Schnelldurchlauf zeigen. So, das heißt, mein Fazit von diesen zwei Sorten ist, dass ich den Trieste sehr gerne mit Milch trinke, als Cappuccino vorzugsweise, aber auch so als Lungo mit einem Schluck Milch, da gefiel er mir sehr gut. Und den Milano, den empfehle ich als Espresso zu trinken, da fand ich ihn besonders gut. Okay, so viel zu diesen beiden Sorten, die es jetzt aktuell neu gibt, zu dem italienischen Duo Milano und Trieste. Dann viel Spaß beim Probieren. Schreibt mir eure Kommentare und Gedanken und euren Eindruck zu den Sorten, falls ihr sie probiert oder kauft. Und dann einen schönen Tag. Arrivederci!